Yo Leute, King Julian wieder hier, und zwar da Part 1 von Until Dawn ganz gut ankam, haben wir uns gedacht, wir machen direkt den zweiten als Nachschluss hinterher, einen Tag nach Halloween. Wir hoffen, das gefällt euch. Viel Spaß. Chris, bist du hier? Könntest du auch nochmal versuchen. Alle guten Dinge sind frei. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Taschen schließen oder herumschnüffeln? Was soll man machen? Herumschnüffeln. Was hast du? Taschen schließen. Ich hätte jetzt herumgeschwimmt, dann war ich so um Ecke gekommen. Chris! Sam! Hey, du bist hier! Sag ich das. Das Spiel schon durch. Ja? Nein, ich kann das nicht. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Wer hat das wohl geglaubt? Tada! Ziemlich krass, oder? Tada! Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Wer fliegt so weg, bitte? Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Adias. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich hab dich erwischt! Hey Scharfschütze, die Bahn kommt! Warte, ich hab jetzt den Dreh raus! Komm schon, Chris, die Seilbahn! Auch seltsam, ne? Voll dunkel und so, aber selber. Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist cool. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Grafisch nicht.
aber schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Die sind nicht so reich. Gehört bloß ein Berg. Hä? Kommst du? Ja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber okay. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Hat mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Der Bruder ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Genau. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Zeit, sie zu begrüßen. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hm. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Was soll ich nehmen? Ich bin mit Mike zusammen. Gib das Zeug. Ich bin mit Mike zusammen. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor.
Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Herrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Mike's Ex-Freundin. Ich bin nicht ganz schlimm. Einflussreich, überzeugend und intelligent. Alan. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Was einer, Alter. Nett, ne? Ich hätte den Koffer hinterher geworfen, hätte ich den. Den habe ich getragen. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Ich noch meinen Kauf. Ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Du läufst aus, als wenn der besoffen wäre, ne? Was glaubst du? Wow, Scheiße! Mike. Das ist Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert und überzeugend. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Also, ich wundern. Du kannst ganz schön ruhig sein. Was? Na, ja, mal ein bisschen reden. Ja, mal. Michael. Ich spreche jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein, ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dahin! Oh Mist! Oh. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Zustimmen, sonst denkt die so eifersüchtig so. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Hold up. Ich denke, Emily und Mike. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Ah! Oh Gott! Der Moment, oh Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas spannend?
Lass mich mal ran. Alter, krass. Nils, ne? Es ist kaputt. Lies dir an. Er möchte da gerne durchgucken. Was soll ich machen? Täuschen? Ermutigen. Aber ist auch scheiße, wenn er das später erfährt. Ja. Besser jetzt oder später. Ermutigen. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Merde. Hinterherlaufen. Keiner liest noch ein Buch. Keiner liest. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball. Ja. In your face. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! Boah. Das ist doch Füße. Das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Da, wo du nicht bist, du Esel. Wow! Hi, Pippa! Der ist gleich schon tot. Hallo, komm schon. Hey Mike. Boom, Schakalaka. Hey, jetzt hast du mich. Schon zu schocken. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine. Der Vogel. Nein, der ist doch bestimmt der. Oh, aha. So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Schneeball oder Küssen? Schneeball. Locken, weiße Locken. Ah! Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten, bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn's hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Wir sind wieder beim Psychiater. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Naja, immer noch gut. Allerdings ist es ein bisschen dunkel bei dir, ne? Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Ja, scheinbar. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin.
Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Frauen machen mich an. Ich bin ja nicht schwul. Flugzeuge machen Angst. Wollen oder ertrinken? Ertrinken. Ich meine, du kannst ja an der Bergklippe stehen und drunter schauen. Passiert nicht. Stell dir vor, du ertrinkst. Hast du keine Angst oder was? Schlangen machen mir Angst, Ratten machen mir Angst. Schlangen. Ja, macht nichts. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Messer. Bist du sicher? Stell dir vor, einer steht vor dir mit einer Pumpgun. Hast keine Angst, ne? Freust dich sogar noch. Kakerlaken. Soll ich Kakerlaken nehmen? Nein. Es gibt richtig große Kakerlaken. Ja, die sind so groß. Ich glaube, das ist so, ich muss das jetzt eingeben, Alter. Und dann kommt gleich genau in der rechte. Warum der rechte? Weil du hast auf dem Bild gemacht, dass du Angst vor Vogelscheuchen hast. Also wenn du... Ja. Zeichen des Todes. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Müde, ne? Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Spinnen sind gruselig. Schlangen machen mir Angst. Ja, du hast auch einfach eine Spinne. Also wenn du mal spinnen. Ja, ich bin tot. Krähen sind beängstigend, ich habe Angst vor Nadeln. Ja, schnell, du kriegst aber 5 Meter lange. Nein. Nadeln. Zombies. Ich habe Angst vor Wölfen, ich habe Angst vor Nadeln. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich. Spinnen. Das ist bestimmt psychisch krank. Vogelscheuchen und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Suchen wir, die ist so psychisch krank. Fällt dir das nicht ein kleines bisschen krank? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu und King Julian, die Freundin, zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten.
Und neben George, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann. So, dankeschön fürs Reinschauen. Ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn ihr weitere Parts sehen wollt. Part 2 läuft danach wieder. Part 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Auf jeden Fall. Schreibt Bescheid. Lasst einen Daumen hoch für mehr. Viel Spaß. Euer King Julian.